Hey zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute soll es ganz kurz um diese 10.000 mAh Powerbank von PowerEd gehen. Dieses Modell wurde mir freundlicherweise von PowerEd zur Verfügung gestellt und wenn ihr es auch kaufen möchtet, dann findet ihr entsprechende Links unten in der Videobeschreibung. Ich denke, es wird niemanden erstaunen, aber das ist nicht meine erste Powerbank und ich habe mir anfangs auch nicht gedacht, dass das unbedingt meine beste Powerbank ist. Wenn ihr mein Video hier oben zur Xiaomi Powerbank sehen möchtet, dann werdet ihr wahrscheinlich feststellen, dass ich die immer noch ein Tick lieber mag als die PowerEd Powerbank mit 10.000 mAh hier. Aber der Grund, warum ich sie euch auf jeden Fall empfehlen kann, ist das leichte Gewicht. Denn sie wiegt deutlich weniger als die Xiaomi Powerbank mit genauso viel mAh. Wahrscheinlich auch des Plastikgehäuses wegen, aber dieses Plastikgehäuse fühlt sich richtig gut an. Es ist ein bisschen texturiert und es hat hier insbesondere diesen interessant anmutenden Knopf in der Mitte. Der zeigt euch nämlich quasi prozentgenau an, wie gut die Powerbank noch geladen ist. Und das ist ein deutlicher Fortschritt von einfach nur 4 leuchtenden Anzeigen zu irgendwie farbig leuchtenden Anzeigen hin zu wirklich einer prozentgenauen Anzeige, die sich auflädt und entlädt, je nachdem wie ihr die Powerbank benutzt. Außerdem könnt ihr die Powerbank in beide Richtungen schnell laden. Das kann die Xiaomi Powerbank auch nicht. Das heißt, ihr könnt sie schnell beladen und ihr könnt damit schnell andere Geräte laden. Das geht in die eine Richtung über Micro-USB als Input, leider kein USB-C, das finde ich ein bisschen schade, aber dafür in die andere Richtung mit USB 3.0 und Quick Charge Support. Während meiner Benutzung in der letzten Zeit habe ich nie festgestellt, dass die Powerbank irgendwie bedeutend warm wurde, das heißt, man kann damit auch längere Zeiten am Stück laden, ohne Angst zu haben, dass den Akkus irgendwas passiert. Und die Powerbank einfach mal eine Zeit lang liegen zu lassen, geht auch, denn eine Entladung tritt nur sehr, sehr langsam auf, was bei anderen Powerbanks durchaus manchmal auch anders aussieht. Wenn ihr also noch für irgendjemanden ein kleines Geschenk sucht, dann ist eine Powerbank eigentlich immer gut, denn Strom kann man immer gebrauchen und ich finde es ein gutes Gefühl, wenn man weiß, man hat in jedem Rucksack eine Powerbank und ein passendes Kabel, um seine Geräte auch unterwegs laden zu können, denn man weiß nie, was dazwischen kommt. Vielleicht fällt ein Bus aus und man muss nur eine Stunde länger auf den nächsten Bus warten und diese Stunde kann akkutechnisch schon kritisch sein. Also, wenn ihr jetzt auch Interesse an der PowerEd Powerbank mit 10.000 mAh und sämtlichen anderen Nachfolgen habt, dann schaut mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Und ansonsten hoffe ich, dieses Video war für euch aufschlussreich, wenn ihr euch auch schon gefragt habt, ob diese Powerbank was für euch ist. In dem Sinne hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!